Ja, vor mir zwei Herren von der anderen Seite aus Sicht der Startups, nämlich Juroren, die auch gleichzeitig im Berufsleben als Investoren tätig sind. Michael Wieser, vielleicht mal zuerst. Die ersten Pitches haben stattgefunden. Was ist der Eindruck bisher? Ja, also ich kenne die Rolle selber auch. Ich war ja selber Gründer mal vorher. Und es ist durchaus beeindruckend, was manche Teams an einem Wochenende geleistet haben. Man sieht schon deutliche, ich sage jetzt mal, Qualitätsunterschiede, wo sich die einen oder anderen hinentwickeln. Wichtig ist, glaube ich, am Ende des Tages, wie realistisch ist die Idee tatsächlich in der Praxis? Und da hat man schon gesehen, dass das eine Team vielleicht da der Frage, der Beantwortung ein bisschen näher kommt als das andere. Ja, nicht zum ersten Mal dabei, Christoph Jantz. Was ist heute besonders aufgefallen oder wie ist der Eindruck auch aus deiner Sicht bisher? Ja, also es waren auf jeden Fall wieder interessante Ideen dabei. Wir sind ja noch nicht ganz fertig, ist ja gerade hier erst die Halbzeitpause. Im Vergleich zu den Jahren zuvor ist das Event, glaube ich, deutlich größer geworden, ist mir aufgefallen. Zumindest einfach von der Teilnehmeranzahl und wie du schon gesagt hast, sind interessante Ideen dabei. Manche wahrscheinlich etwas weitergekommen als andere, aber dafür, dass die Gründer und Gründerinnen weniger oder um die 48 Stunden Zeit hatten, sind das, glaube ich, schon sehr interessante Ergebnisse. Sind denn so Offline-Ideen wie so Teebeutelgeschichten, sind die genauso spannend? Weil so ein bisschen die Startup-Szene hat schon so ein bisschen den Digital-Flair. Es gibt aber auch so Teebeutel-Ideen. Wie gefällt einem Juror sowas? Ja, also wir als Investor haben einen klaren Technologiefokus, aber das heißt ja nicht, dass sozusagen eine andere Idee, die ein bisschen praktischer und mehr zum Anfassen ist, nicht vielleicht ähnlich gute Chancen oder sogar bessere Chancen auf dem Markt hat. Und oft sind es einfach die einfachen Sachen, die einen überraschenden Erfolg haben am Ende des Tages. Also ich persönlich bin recht angetan vom Teebeutel, aber man wird sehen, wie das Team in die Praxis umsetzen kann. Vielleicht noch falls man sagen kann, welche Idee war bisher, die am meisten aufgefallen ist oder am schönsten war? Oder kann man das jetzt schon sagen, so nach den sieben, die wir jetzt haben? Ich fand sehr interessant die Idee, die es einem erlaubt, berührungslos bei Parkhäusern die Schranken zu öffnen, die also die Bezahlung da erleichtert oder komplett, sagen wir mal, Bargeld vermeidet und das Rausziehen des Tickets sozusagen ein berührungsloses Durchfahren möglich macht, fand ich sehr interessant. Wie gut die Erfolgschancen sind, dass ein Startup das umsetzen kann, würde ich sagen, ist mal noch eine andere Frage, aber ist jetzt, wie gesagt, auch eine Idee, die, glaube ich, auch tatsächlich erst in den letzten 48 Stunden entstanden ist. Insofern konnten die sich auch noch nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber machen, wie sie es technologisch umsetzen und wie sie es in den Markt bringen. Aber zumindest von dem Nutzen für den Endkunden fand ich das eine der interessantesten Ideen. Ja, ich war recht angetan von der letzten Idee jetzt, den vergänglichen T-Shirts. Hat ein bisschen natürlich einen künstlerischen Touch. Könnte mir vorstellen, dass es Anklang findet in der Offline-Welt. Hängt natürlich schwer damit zusammen, oder die Realisierbarkeit hängt ganz stark davon ab, inwieweit Materialien gefunden werden können, die tatsächlich ökologisch sind, körperverträglich und tatsächlich auch dann vergänglich. Christoph und Michael, danke, dass ihr euch kurz Zeit genommen habt für uns. Dankeschön. Danke auch.